Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der dritten Liga zwischen dem FC in Cottbus und den Gästen von Holstein Kiel. Beide Trainer haben Platz genommen. Der Gast hat wie immer das erste Wort, Carsten Neitzelöder. Ja, ich mache der Mannschaft heute einfach mal ein Kompliment für einen insgesamt sehr, sehr guten Auswärtsauftritt. Auch deswegen, weil ja unsere Situation hier viel anders ist als die Situation oder anders gewesen ist als die Situation hier in Cottbus. Wir hatten nach 9 Spielen 9 Punkte, deswegen ist es dann auch nicht so selbstverständlich, dass die Mannschaft ganz überzeugend versucht, den Gegner von anzulaufen. Hinten also ganz lange Zeit auch sehr, sehr sicher und kompakt gestanden ist und auch fußballerisch dann was auf den Platz gebracht hat, dass es sehr, sehr ansehnlich aussah. Dass wir ein paar Momente zu überstehen haben hier in Cottbus, wo du mit der ein oder anderen Portion Glück dann auch mal den Fuß nochmal davor bekommst. Das ist völlig normal, liegt in der Natur der Sache. Und deswegen ist für uns jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir ganz kurz mal die Spannung abfallen lassen. Aber umso wichtiger ist dann wieder die Spannung aufzubauen, damit wir so einen guten Auftritt dann auch am Samstag in Aue hinbekommen. Deswegen nochmal ein Kompliment an die Mannschaft, euch in Cottbus. Alles Gute für die nächsten Wochen. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten Neitzel. Ich übergebe das Wort an René Bielewitz. Ja, von uns Glückwunsch natürlich. Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir haben uns Dinge erarbeitet unter der Woche, die wir in der ersten Halbzeit gar nicht umsetzen konnten. Und wir waren da einfach zu passiv, verunsichert, haben den Gegner damit so ein bisschen stark gemacht oder haben ihn damit sicherer gemacht. In der zweiten Halbzeit sah das dann anders aus. Da haben wir genau die Dinge gemacht, die wir tun wollten von Anfang an. Und dann auch gepaart mit den Wechseln sind wir besser ins Spiel gekommen, haben besser Fußball gespielt, haben dann auch die ein oder andere Chance gehabt, haben ein Tor erzielt. Aber wie gesagt, in unserer Situation im Abstiegskampf, da kann man über die erste Halbzeit, also das war schlimm. Und ich bin froh, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat. Ja, vielen Dank, René Redewitz. Besteht denn wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Trainer, bitte um ein kurzes Handzeichen. Ja. Herr Redewitz, ich habe eine Frage. Frage Nummer 1, weil ich habe 2 Fragen. Frage Nummer 1, was haben Sie den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie so rausgekommen sind und auf einmal gelernt haben zu kämpfen? Und Frage Nummer 2, wie ist momentan die Stimmung in der Kabine nach der knappen Niederlage? Naja, es war insgesamt schon ein bisschen lauter in der Halbzeit. Aber die Jungs, denke ich, haben auch selbst gemerkt, dass sie da einen totalen Mist abgeliefert haben. Und das wollten sie so auch nicht auf sich sitzen lassen. Und dann sind sie auch in der zweiten Halbzeit marschiert. Das war dann vernünftig. Das andere, sie sind natürlich alle jetzt sehr, sehr enttäuscht. Und was ja auch normal ist, wir haben verloren. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte, die Frage. Frank Lohmann. René, es war in den letzten Tagen bei Energie Cottbus ziemlich unruhig. Hättest du dir vor dem Hintergrund auch vielleicht von der Mannschaft so einen größeren Ruck gewünscht, auch mit dem sie in dieses Spiel geht? Ich meine, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es schon wichtig ist, dass es sich immer um den Fußball dreht. Das war jetzt natürlich in den letzten Tagen nicht der Fall. Das ist jetzt für so eine Mannschaft erstmal nicht so leicht. Aber das soll nicht als Ausrede gelten, weil wir sind Profis und letztlich als Profi trainiere ich jeden Tag, mache jeden Tag mein Training, muss mich jeden Tag selber in die Verfassung bringen, gute Leistungen abzuliefern und darf es nicht interessieren, wenn andere Themen gerade vielleicht erstrangig sind. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich, wünsche allen angenehmen Restabend den Gästen aus Kiel, ich wollte gerade sagen, gute Heimreise, ich glaube, es geht gleich weiter nach Aue morgen. Dann auch dort viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.